Boris Becker sendet Genesungswünsche aus dem Gefängnis. Zu geben. Mit einem verletzten Fußgelenk verließ er im Rollstuhl den Platz und gab auf. Nicht nur Freundin Sophia Tomala, 32, die derzeit auf einer griechischen Insel für Dreharbeiten verweilt, spendete ihm daraufhin Trost. Auch aus einem Gefängnis in der Nähe von London erreichten den Olympiasieger Genesungswünsche. Wie Zverevs Bruder Mischa am Sonntag als TV-Experte bei Eurosport verriet, meldete sich Boris Becker, 54, mit aufmunternden Worten bei dem 25-Jährigen. Auch eine Nachricht von Boris hat er bekommen, so Mischa. Boris hat gesagt, er hat das Turniergeschehen verfolgt und wünscht Sascha alles Gute und eine schnelle und gute Genesung. Dass Becker das Geschehen mitverfolgen konnte, liegt sicher nicht zuletzt daran, dass er kürzlich in das Unterkombi-Gefängnis in Nuffi, kurz vor London, verlegt wurde, wo er seine restliche Gefängnisstrafe absitzt. Die Promi-News der vergangenen Woche. Haben Sie die Promi-News verpasst? Dann hier entlang zu den Promi-News der vergangenen Woche.